Herzlich willkommen zu Ihrer Hitparade vor der KWS. Bis zu Keine Wochenshow ist noch ein bisschen Zeit und deswegen noch schnell ein kleiner Schnelldurchlauf unserer Hits dieser Woche. Wir beginnen mit Katja Epstein auf der Nummer 1 mit Wunder gibt es immer wieder. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Das war die Startnummer 1, Katja Epstein, und wir kommen zur Nummer 2, Nena mit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das war unsere Nena auf der 2 und wir kommen jetzt zur Startnummer 3. Nina Hagen mit Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es war. Und damit kommen wir zur Startnummer 4 und das ist Marianne Rosenberg mit Marleen. Marleen. Eine von uns beiden muss jetzt gehen. Ja, wo ist sie denn, die Marleen? Das war jedenfalls die Startnummer 4. Wir kommen zur Nummer 5 und das ist Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy von Bobby McFerrin auf der 5 und wir kommen zur letzten Startnummer und das ist die 6. Hermann van Veen. Warum bist du so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bist du so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Und das war, Sie haben es natürlich gehört, Alfred Jodokus Quack, aber mit einem Song von Hermann van Veen. Warum bist du so fröhlich? Und das waren unsere 6 Angebote der Woche und Sie haben es sicherlich gemerkt. Es waren alles Geburtstagskinder der Woche. Auch Nena, in dem Fall nicht direkt Nena, sondern der Songschreiber Uwe Fahrenkrog-Petersen. Wir von der Hitparade in ihrer, vor ihrer KWS wünschen herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sehen Sie Ihre KWS. Musikalisch losging, müssen wir nicht singen, Hurra, wir leben noch. Nee, am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang. Sagt den 30. Mai. Sagt das, jetzt lachen wir noch, aber wer weiß, was alles so los ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keine Wochenshow an diesem 15. März. Und da fällt mir ein, das habe ich auch hier nicht auf meinem, der 15. März ist ja ein ganz besonderer Tag. Ja, 75 Jahre Bombenstimmung in Oranienburg. Wir senden ja hier aus Oranienburg, genau. Also für die, die es nicht wissen, Oranienburg ist eine 45.000, also 44. Abzüglich Ortsteile, eine ungefähr 30.000 Euro. Euro. Einwohner. Genau, die Stadt ist so 30.000 Euro wert. 30.000 Einwohner Euro. Stadt im Norden von Berlin, Kreisstadt. Ja. Und heute, am 15. März 1975. 45. Ja. Gab es den stärksten Bombenangriff auf Oranienburg. Mit 5.690 Bomben. Das 8. US Air Force Geschwader ist über Oranienburg weggeknallt und hat da Bombenstimmung hinterlassen. Das wird heute in Oranienburg auch begangen, beziehungsweise, gut, die wenigsten werden ja wahrscheinlich das Video vor 14.45 Uhr sehen an diesem Sonntag. Es wird um 14.45 Uhr, ja, glaube ich, ein 5-minütiges Sirenengeheul geben. Ich glaube, davor gibt es eine Kranzniederlegung auf dem Friedhof, dem großen städtischen Friedhof in Oranienburg. Und danach, sehr interessant, gibt es am oder im Luise-Henriette-Gymnasium
eine Lesung, 50 Minuten lang wohl, eine Lesung von Namen derjenigen, die in diesem Bombenhagel, beziehungsweise auch wahrscheinlich in dem danach und dem davor auch, die da gestorben sind. Das fand ich tatsächlich mal sehr interessant. Ist wirklich interessant. Und meine Großtante war ja zu der Zeit Kind, als es passiert war. Und die hat mir damals erzählt, sie war im Luftschutzbunker der evangelischen Kirche unten. Und hat da wirklich hart erlebt, wie das teilweise da eingestürzt ist, wie da Leute da verschüttet worden waren. Muss schon echt krass gewesen sein. Also diese Erinnerung da dran, diese, was daneben lang, das geht ja nie wieder aus dem Kopf, so eine Aktion oder so ein Erlebnis. Und ist schon echt bemerkenswert, wie dann die Generation danach auch trotzdem ihr Leben dann normalisiert. Wie schnell letztendlich dann doch. Ich meine, auch wenn ich habe jetzt gerade erst wieder ein Buch gelesen von jemandem, der in St. Petersburg geboren worden ist und dann nach dem Krieg, erst 47 oder so, mussten sie dann, wie es dann hieß, heim ins Reich, war diese dann die Devise. Und das waren für die ganz harte Jahre. Also ich sage mal so, die ersten 10 Jahre danach waren, glaube ich, für viele Menschen noch relativ hart, aber dann begann ja zumindest in Westdeutschland das Wirtschaftswunder. Ja. Aber das ist ja nicht der Punkt. Genau. Es war dieser schlimme Tag, der wurde auch übrigens, gab es eine Sendung im Deutschlandfunk im Radio, haben sie auch nochmal eine spezielle Sendung. Hast du ihn gehört? Leider nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es in der Audiothek. Ich gehe davon aus, weil sie auch, glaube ich, dort auch online gestellt haben, ja. Ja, also das ist bestimmt eine interessante Sendung, die man sich bestimmt angucken kann. Wirst du bestimmt verlinken, oder? Und man muss ja sagen, in dem Fall geht es nicht, ich kann ja nur YouTube-Sachen verlinken. Ach ja, stimmt, ja. Aber ich kann es eventuell in den Begleittexten. Genau. Und Oranienburg hat ja damit heute noch zu kämpfen. Ja, über 200 Bomben liegen wohl noch. Über 300, glaube ich sogar. 300, ja. Weit mehr als 200 sind allein seit der Wende entschärft worden. Also, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wo wir hier sind in Oranienburg. Aber also ich kann zumindest sagen, dass ich schon bestimmt über 100 Mal evakuiert worden bin. Also ich da auch früher öfter mal. Ja. Ja, dann ist man so lustig gewesen, was macht man in der Zeit? Wa? Wir fahren nach Berlin oder sonst irgendwo trifft sich. Jetzt kann man arbeiten gehen. Gott sei Dank kann man jetzt arbeiten gehen. Aber ich glaube, dass die Sache ist natürlich, wie das ja immer so ist bei solchen Sachen, wenn so Bombenentschärfung, Bombensprengung, es geht alles immer gut aus. Ja, und ich glaube, deshalb nehmen die Leute das, glaube ich, auch relativ leicht. So diese ganze Sache, wenn es wieder so, jetzt schon wieder ein Bombensperrkreis und irgendwann könnte es mal krachen. Könnte. Abwarten. Wir hoffen es nicht. Wir geben natürlich allen, drücken mal den Daumen, den Entschärfern hier mittlerweile schon Jahrzehnte. Die einen unfassbaren Job machen. Also muss man ja wirklich sagen. Das ist der Hammer. Kannst du dich erinnern, es gab doch mal in München eine Bombensprengung, die ziemlich schief gegangen sind, wo da ganz schön viele Schäden dann in diesen im Umkreis dieser Bombensprengung waren. Also ich kann mich nur an eine Bombensprengung in Oranienburg erinnern, wo es hieß, dass eigentlich die relativ früh entschärft werden sollte, in der Nähe von der Schule, und die dann bis abends um 8 Uhr da rum operiert wurde, und dann wurde sie doch gesprengt gegen 22 Uhr. Und die Leute konnten alle nicht nach Hause. Was das emotional mit einem gemacht hat, diese Stresssituation. Ich kann leider an der Stelle aus Gründen nicht sagen, wo ich war. Nein. Und es gab, glaube ich, die längste Bombe, also die längste Bombenentschärfung, Bombensprengung. Der längste Sperr ging, glaube ich, einmal bis weit in die Nacht, bis, glaube ich, 2 Uhr oder so. Das war aber so ein bisschen nördlicher Sachsenhausener Straße, also im nördlichen Teil von Oranienburg, wo dann quasi das Stadtzentrum selber gar nicht so betroffen war. Aber das war, glaube ich, mal das Längste. Ich kann mich noch erinnern, dass das am Anfang so auch hier die großen Fernsehsendungen so drüber berichtet haben, wenn in der Innenstadt komplett alle dicht gemacht wurden, wenn die Sat.1 Frühstücksfernsehen und so weiter dann vor Ort berichteten. Ja. Das waren schon Zappen. Und man muss sich, also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass man in einem Ort wohnt, in seiner Stadt wohnt und die plötzlich zerbombt wird. Und dass man Angst um sein Leben haben muss und irgendwo hinfliehen muss, irgendeinen Bombenschutz. Ist das hier eigentlich jetzt mal ohne Scherz, ist das hier auch sowas wie ein Bomben? Also ist es bombensicher? Nein. Hast du hier in deinem Keller einen bombensicheren Keller? Nein. Also ich meine, als ich bei meiner Oma groß geworden bin, der Keller, der hatte noch so eine richtige Stahltüren gehabt. Voll feste Stahltüren, wo du dann dachtest, dass du dann da Schutz hättest. Und die waren immer sauschwer auch aufzumachen und zuzumachen. Vom Fahrrad zum Beispiel, da wird es nicht so leicht geklaut, weil es so hart war. Aber nee. Also ich möchte meinen, dass in meinem alten Zuhause, das glaube ich, da der Keller, also nicht der ganze Keller, aber ein Teil des Kellers war Bombenkeller. Ja, kann ich mir vorstellen, die Stahltür, ja.
Ja, wenn du alleine schon die Situation hast, du bist ja sowieso schon, hast die Nachrichten verfolgt damals und hast gesehen, welche zerstörerische Kraft das hat. Und dann hörst du die Sirenen und dann siehst du langsam die Flieger da anfliegen und hast nur Panik und ab, weg. Dann gibt es ja Explosionen aus anderen Gründen. Es gab in Hohen Neuendorf letzte Woche ein ganz furchtbares Unglück. Es war am letzten Sonnabend ungefähr 11 Uhr, als so ziemlich im Neuendorfer Stadtzentrum plötzlich ein gewaltiger Knall, es gab einen gewaltigen Knall und dann sagte man so ein Geräusch, als wenn so Bauschutt irgendwie so den Abhang runterfällt. Also das ist ein halbes Haus zusammengefallen. Ja. Am Ende wusste man, dass es zwei Tote gegeben hat, vier Verletzte. Und das Haus ist noch am selben Abend, musste es abgerissen werden. Komplett abgerissen. Weiß man mittlerweile die Ursache des Ganzen oder ist man immer noch im Dunkeln? Man muss dazu sagen, wir zeichnen diesmal wirklich sehr früh auf. Heute ist erst Dienstagabend, auch das hat Gründe. Deswegen können wir es nicht sagen. Es gab Mittwoch Informationen, die wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht haben. Okay. Aber man forscht, man guckt forscht, da ganz genau. Und also es ist schon gravierend, wenn du überlegst, das ist ein Nachbardorf, das kann jedem passieren. In jedem Haus, wenn es nicht jedem Haus, aber irgendwo Gasexplosionen und so, das hört man ja öfter mal, dann bumm, Existenz komplett weg. Ja, also das ist tatsächlich dass so von einer Sekunde auf die anderen ist alles, was du hast, weg. Spätestens als das Haus abgerissen worden ist. Ja. Und du hast nicht mal Zeit, ihr habt die engsten Sachen raus, so irgendwelche Bilder oder Fotos oder sonst irgendwas, alles komplett. Es sei denn, es gab ja eine Frau tatsächlich, die in dem Haus gerade geschlafen hat oder gerade noch im Bett gelegen hat. Und die hat es ja wirklich am hautnahsten mitbekommen. Und es gab ja. Der ist aber nichts passiert? Der ist nichts passiert. Und es gab ja eins der ersten Fotos überhaupt, was es von dieser Explosion oder von dieser Unglücksstelle gab, war, und es war ziemlich gruselig. Da hat man so dieses Haus gesehen, was so offen war, und auf der Treppe, im Haus, in dem offenen Haus, stand eine Person. Krass. Und das war die Frau, die dann der Presse erzählt hat, wie es ihr ergangen ist und was. Und sie hat auch tatsächlich ein Foto dann gemacht, wo man das quasi von ihrer Perspektive aus, krass, die Treppe aus, die dann im Nichts in der freien Luft endet. Boah, das ist echt gruselig. Was dann natürlich so eine Explosion oder so ein Unglück immer auslöst, das Einzige, was daran positiv ist, dass es dann den Zusammenhalt der Menschen. Stadtversammlung. Gleich Blumen und. Ja, Spenden, vor allen Dingen Spendenbereitschaft, die Bereitschaft. Ja, dass man gleich Dinge unterbringen konnte, genau. Unter anderem, ja. Insofern, schlimm, aber alles hat auch irgendwie sein Gutes, aber in dem Fall eher nur das danach. Dass man nicht mehr irgendwo auf der Straße, sondern dass man irgendwo untergekommen ist. Aber trotzdem ist es wie ein Neuanfang, komplett Neuanfang. Du fängst bei Null an wieder. Krass, wie 45. So, heute haben wir mal was Nordisch mit. Ich habe heute auch was. Ja, du hast einen Saft. Möchte ich mal sagen, ich habe heute einen Orangensaft mitgebracht mit Zink und Vitamin C. Und ich dachte ja, lass mich doch mal ausreden, ja. Und ich dachte ja, ich tue jetzt mal was für die Gesundheit gegen den Coronavirus und halte mich gesund mit Aufbaustoffen und Abwehrstoffen und was noch immer. Und was kommt dann? Warum Zink? Vitamin C finde ich ja richtig, aber warum Zink? Als Abwehrstoff. Ich trinke jetzt trotzdem meinen Orangen-Vitamin-C-Zink-Trunk. Ja, mehr Leben, siehst du? Ja. Mehr Leben. Ja. Kann man nur danke. Unterstützen. Jetzt mach dein Bier auf. Ja. So, was haben wir denn hier? Stralsunder Frühlingsbock. Oh. Ja, ich dachte, weil wir schon jetzt in der Frühlingszeit sind, kann man ja auch weiter mal mit den Frühlingsbieren mal fortfahren. Ah. Guck mal, das war eine ganz andere Qualität. Oh, der perlt aber sehr. Der perlt ja fast wie so eine Brause. Aber sieht ihr noch, wie fast Brause? Wie haben wir das mal? Kannst du mal lesen, was da schön steht? Ich kann, ja. Nämlich mal den Bier frönen. Schon in früheren Zeiten war die Stralsunder Brauerei für ausgezeichnetes Bockbier bekannt. Das für Bockbier besonders geeignete Brauwasser aus der eigenen Mineralquelle, eigens geröstete Braumalze aus der Region sowie das spezielle Brauverfahren bürgen für den besonders weichen, aromatischen Geschmack und die einzigartige Frische.
Der bernsteinfarbige Stralsunder Frühlingsbock ist ja vollmundig mit einer leicht fruchtigen Note. Okay, was ist denn mit der Frische, habe ich nicht ganz verstanden. Was ist denn für eine Frische? Eine einzigartige Frische? Ja, und die einzigartige Frische. Was ist denn eine einzigartige Frische? Eine Frische, die du nur durch dieses Bier hast. Ah, vielleicht sollte ich denn eher damit duschen, anstatt... Nicht so schlecht. Nein. Also es ist vollmundig, es ist mild, aber so richtig... Was hast du noch hier schon mal soll es sein? Sehr vollmundig, weich. Weich, ja, vollmundig, ja. Und hat erstaunlich viel Alkohol, 6,5%. Ui, das ist ja wirklich viel. Ja, für ein Bockbier muss ich ja natürlich ein bisschen mehr Umdrehung haben. Boah, ey. Boah. Mann, Nude, das... Boah. Was ist denn mit dir los? Boah. So ein... Also ich finde es besser als das, was wir letzte Woche hatten. Nein. Doch. Nein. Doch. Definitiv nicht. Das sieht man mal wieder, dass unser Bier-Experte überhaupt keine Ahnung hat. Pff, ist mir ja völlig Wurst. Und sieht jetzt auch schon wieder aus wie eine Brause. Na, wie letztes Mal. Diesmal ist es aber Apfelschorle. Ja. Oder was anderes. Oder lange nichts oder zu wenig getrunken. Ja, genau. Mach einen Mittelstrahl. Ja. Hast du denn am Montag, wie heißt die Sendung? Late Night Berlin, natürlich. Hast du denn den tollen Kommentar von Herrn Klaas Häufer Umlauf gehört? Ja, fand ich in Ordnung, muss ich sagen. Er hat sich ernsthaft entschuldigt, gerade in Bezug auf diesen Ausschnitt oder diesen Film Fahrrad. Mit dem Fahrraddieb. Sie hatten es geplant und es kam halt kein Fahrraddieb. Und dann wollten sie es aber unbedingt machen und sind dann halt übers Ziel hinausgeschossen. Und ja, das soll nicht mehr vorkommen. Ich fand es aber auch korrekt, wie er sagte. Das ist halt Fernsehen, das ist Unterhaltung. Und brauchen auch nicht. Wir gucken auch hier Nachmittag irgendwelche geskripteten Scheiß, wo man alle. Ja, da steht. Aber wo am Anfang auch immer alle dachten, das ist ehrlich. Oder genauso mit den Gerichtssendungen. Ja, mit der Konsequenz, das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Ja, siehst du, muss immer erst eine Konsequenz geben. Erst muss er auf die Nase fallen, dass man dann erst. Und ich glaube, die Konsequenz aus dieser Sache ist auch für die beiden, sie werden es in Zukunft anders machen. Ich glaube schon, dass sowas nicht mehr passieren wird. Aber klar, Joko hat sich jetzt dazu gar nicht geäußert. Ne? Ja, der hat es vielleicht nicht nötig oder ist gerade, weiß ich nicht. Auf Bali. Oder so, oder irgendwo in Quarantäne. Ja, sind ja so einige in Quarantäne. Selbst hier, wie heißt da, unser Innenminister Horst Seehofer war in Quarantäne, hat sie aber leider nicht bestätigt. Ja, man muss dazu sagen, also weil wir heute so früh oder weil wir diesmal so früh aufnehmen, wir halten uns ein bisschen zurück zum Thema Corona, weil in 5 Tagen kann so unfassbar viel passieren. Aber das ist schon alleine schon den letzten Mal, wo wir aufgezeichnet haben, zu heute ist ja schon so viel passiert. Dass wir der. Sagen wir mal so, Stand Dienstagabend. Genau, wir machen es noch Dienstagabend. Weißt du, was ich sehr lustig finde? Der Gesundheitsminister empfiehlt, keine großartigen Veranstaltungen mehr zu besuchen. Nicht zu besuchen, stattfinden. Stattfinden zu lassen. Ja, wie gesagt, das Wort heißt ja empfiehlt. Also, wenn es jetzt halt gut verläuft, hat er super gemacht. Und wenn es nicht gut läuft, hat er auch super gemacht, weil er hat sich ja eigentlich immer rausgehalten. Er empfiehlt ja nur. Und im Endeffekt, die Veranstalter haben dann die Karte. Das Problem ist, ich glaube, er hat gar nicht mehr zu... Also, ich habe das Gefühl, er hat gar nicht mehr zu sagen, weil die Länder können ja immer noch unterwandern. Genau, das ist das Nächste, ja. Jetzt hat Bayern erstmal bis Ostern gesagt, keine Veranstaltung mehr über 1000 Leute. Das heißt, richtige Konsequenzen für Konzerte, für Fußballereignisse, für Sportereignisse allgemein. Da haben wir das Nächste. Eishockey-Liga wurde abgesagt. Es gibt jetzt dieses Jahr keinen DEL-Meister. Es gibt Geisterspiel beim Fußball. Jetzt am Dienstag spielt Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund und Vorlehren Rennes. Spielte. Spielte. Oder hier, dein hier Borussia Mönchengladbach spielte am Mittwoch gegen Köln. Nachholspiel, auch ohne Zuschauer. Wobei jetzt am Sonntag spielt ja 1. FC Union gegen Bayern. Und da scheint es wiederum... Aber weißt du, was lustig ist? Sollen ja nicht diese 1000 Mann Order sein. Dann machst du mal einen CDU-Parteitag, wenn die mehr Leute einladen. Ja, machen sie das? Weiß ich nicht. Sicherheit nicht. Also, mal wirklich... Ernsthaft, also ich verstehe das alles nicht mehr. Also Nö. In der Schweiz rigoros alles abgesagt. In Italien sowieso jetzt, komplett Italien ist jetzt abgeriegelt. No. Wenn der Gesundheitsminister sagt, wir machen das jetzt so und so,
Also ich finde diese Rumeierei in Deutschland. Ich muss auch sagen, da habe ich meine Meinung auch ehrlich wirklich geändert. Ich bin wirklich inzwischen dafür, jetzt mal wirklich dieses öffentliche Leben mal ruhen zu lassen. Also man kann es nicht komplett ruhen lassen. Die Leute müssen weiter arbeiten gehen, aber in dem Fall, wenn man nicht bei einem Konzert ist, wo man schwitzt und macht und tut, also glaube ich schon, dass es besser ist. Oder auch wenn man vielleicht ab der, weiß ich nicht, siebten Klasse die Schüler jetzt mal zu Hause ist, was ja auch dazu führt, dass morgens im Berufsverkehr weniger los ist. Also dass da alles so eine Ansteckungsherde weniger werden. Also ich finde schon, dass man jetzt mal wirklich drastischere Maßnahmen ergreifen sollte. Ja, da scheuen sich alle Bürger und Bürger, die Leitung daraus. Wenn ich zum Beispiel jetzt in Berlin höre, dass sie sagen, ja, ach naja, bei uns ist ja noch nicht so schlimm. Also wir machen das jetzt mal so, die Theater, die großen Säle dürfen nicht mehr bespielt werden, nur noch bis 500 Leute. Alles über 500 dürfen sie bespielen, darunter, also nicht dürfen, sie empfehlen. Genau, dieses Empfehlen ist total toll. Andererseits aber für die staatlichen Häuser ist es keine Empfehlung. Krass ist ja, was in Neustadt-Dosse war, wa? Das ist ja total krass. Da haben sie ja wirklich rigoros erstmal, da war ja eine Lehrerin, die da zu Besuch war. Und dann, weißt du, warum sie da war, aus Berlin, ist da hingekommen, hatte diesen Coronavirus und dann daraufhin, weil sie erst so spät mitbekommen, erst so 3 Tage später, darauf haben sie erst alles abgeregelt, was noch abzuregeln geht, mehrere Schulen und ein Hort, ne? Ja. Das ist auch schon krass. Aber wobei sie erst von 5.000 Leuten geredet haben, jetzt haben sie es dann revidiert auf 2.500, aber immer noch viel. Zack. Zack, also ich überlege gerade, meine Firma, ja, wenn da nur ein Klient oder auch Mitarbeiter in Quarantäne wäre. Das hat einen riesigen Rattenschwanz hinterher, ja, dass dann unsere Firma im Endeffekt Insolvenz anmelden kann. Weil. Na ja, klar. Das deswegen sage ich, das wird alles nicht bedacht und ich finde, deswegen muss man jetzt eigentlich. Aber dann auch so halbherzig zu sagen, ja, wir machen hier eine Kurzarbeit gelten, erhöhen mal ein bisschen an. Bei uns bringt das nichts, wenn unsere Mitarbeiter sagen, wir brauchen ja Kurzarbeit. Ja, woher denn? Ja. So, unsere Zeit ist weit fortgeschritten. Wir machen mal ganz schnell die Promi-Geburtstage. Ja, die haben wir doch schon. So ein paar haben wir schon, aber wir haben noch nicht gesagt, wie alt sie hier von sind. Wir fangen mal an. Montag, 55 Jahre alt geworden, die Moderatorin Uta Bresan. Ornella Mutti ist 65 geworden. Wir haben sie gehört, Katja Epstein, Montag 75. 75, unfassbar, ehrlich gesagt. Ja, unfassbar. Dienstag, Jerry Horton von Papa Roach, der Gitarrist, ist 45 geworden. Dann Uwe Fahrenkrog-Petersen, Musikproduzent, unter anderem von Nena, 60. Marianne Rosenberg ist 65 geworden. Der alte Zausel Chuck Norris, am Dienstag 80 geworden. Ja, genau. Am Mittwoch, Nina Hagen, ey, auch schon 65. Ja. Unglaublich. Jerry Zucker oder Zucker, keine Ahnung. Kultfilmregisseur, der hat unter anderem bei der nackten Kanone, hat er auch unter anderem gemacht, 70 geworden. Bobby McFerrin ist ebenfalls 70 geworden. Dann am Donnerstag 35 Stromae. Das ist so, glaube ich, ein belgischer. Nee, französischer. Nee, ich glaube Belgien. Nee, ich bin Franzose. Ich glaube, er kommt aus Belgien. Auf jeden Fall ein Musiker. Roswitha Schreier ist 55 geworden. Der Schauspieler William Macy ist am Freitag 70 geworden. Du hast Adam Clayton, den Bassisten von YouTube, vergessen. Der ist 60 geworden. Sonnabend. Aber okay. Die Moderatorin und Journalistin Brigitte Basken, die hat im ZDF ganz lange heute moderiert. Ja, weiß nicht. Die macht immer noch die Nackenlachse. Aber kommen soll, ja. Die ist 65. Mensch. Und am Sonntag Eva Longoria von den Desperate Housewives. Und Thermann van Veen. 45 geworden. Ja, 45 und Thermann van Veen ist 70. So. Jetzt, mein lieber Freund, ja. Ja, darf ich ja meinen CD-Tipp machen? Nee, darfst du nicht. Was haben wir denn? Es hat ja noch jemand Geburtstag. Nein. Hattest Geburtstag, bist frische 29 geworden. Ja, ungefähr. So naja, 41 so ist er geworden. Und an dieser Stelle natürlich meinen herzlichsten Glückwunsch. Also ich kann dir leider nicht die Hand geben. Ich kann dir hier mein... Ja, komm hier. Ja. Hast du eigentlich immer noch... Bist du schon wieder bemalt? Bin schon wieder bemalt. Und ich habe ein Geschenk. Es ist natürlich liebevoll eingepackt. Sehr schön. Ich guck mal vorsichtshalber rein, nicht dass da noch die Rechnung drin ist. Liebevoll eingepackt vom örtlichen Versandhandel. Ihres Vertrauens. So, hier, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Darf ich jetzt alles Gute darfst du auspacken. Natürlich. Ich bin ein Rockstar! Er hat alle nicht gewusst, ich bin Rockstar. Muss jetzt natürlich auch anziehen.
Ja, der Motor schon eingeschmissen. Ich glaube, ich würde es noch einmal waschen, weil es, glaube ich, so ein bisschen noch nach Chemie riecht. Passt denn ja, ist doch gut. Ja, doch, sieht doch aus. Als würde es passen. Seit 1979, siehst du. Und zum Rockstar da sein, habe ich auch die passende CD mitgebracht. Bitte. Ja, beziehungsweise eine CD-Blu-ray. Das war natürlich jetzt nicht ganz passend für mich, weil ich keinen Blu-ray abspielen kann. Aber Creator London Apocalypticon Live at the Roundhouse. Ein wunderbares Live-Album unserer deutschen Thrash-Metal-Legenden Creator. Ey, guck mal, sieht das nicht cool aus? Toll. Volle Möhre. Und das Ding ist ja ein Sahneschnittchen. 76 Minuten geballte Power von Mille. So, unser Kopf der Creator-Bande. Und die haben ein wundervolles Zeitdokument dargelassen. Die haben ja schon öfter mal eine Live-Platte rausgebracht. Das wurde jetzt 2018 zur letzten Platte God of Violence Tour aufgezeichnet und beinhaltet jetzt den Fokus die Daten auf die neueren Stücke von Creator, wie Hail to the Hordes, das finde ich großartig, oder auch Phantom Antichrist, und natürlich gibt es auch die alten Sachen, Pleasure to Kill und sonstiges. Also das Ding ist authentisch, es ist kaum nachbearbeitet worden, also es fängt wirklich die rohe Energie von dem ganzen Live-Konzert mit auf. Wie gesagt, das Bonusmaterial konnte ich mir leider nicht angucken, aber die CD ist wirklich, wirklich toll. Richtig volle Möhre auf die 100. Also das macht schon Spaß. Dann natürlich, hast du mal die von dem Blu-ray-Player, die ich mir mal ausleihen kann? Ja, eine kann ich aber nicht ausleihen. Schade, dann müssen wir bei dir mal gucken. Wir beide zusammen auf dem Creator kommen. Wenn wir denn in Quarantäne sind, dann ja, können wir. Gucken wir mal ins Creator. Mal. Genau. Also wirklich ein Sahneschnittchen. Macht wirklich Laune und bringt auch wirklich die Energie dieser Band rüber. Also macht das Publikum am Kreischen, am Machen und dazu natürlich diese unglaublich kreischende, fetzige Stimme von Mille. Bombenteil. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, aber mal etwas anderes, nämlich so eine Art Reisetipp. Und zwar, das würde dich auch interessieren, eigentlich ist es, ich überlege, ob wir das jetzt vielleicht noch später machen. Ich habe nur noch 2 Minuten. Nee, ich mache das später. Okay. Aber ich kann es ja mal anteasen. Ich war nämlich neulich in Bergen auf Rügen im DDR, im Museum, da ging es um DDR-Comics. Großartig. Und das war ja wirklich sehr interessant. Darüber reden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich. Bestimmt. Stattdessen können wir ja mal, es wurde mal wieder ein Usedom-Krimi gedreht. Und überraschenderweise diesmal nicht in Nassenheide, sondern in Hennigsdorf. Ja, das ist ja gleich nebenan. Ja. Voll Usedom. Auch Hennigsdorf liegt jetzt auf Usedom. Das finde ich großartig. Mann. Wer macht es denn diesmal? Na, auch wieder Katrin Sass war vor Ort und diesmal waren sie irgendwie auf dem Hennigsdorfer Friedhof und Katrin Sass hat irgendwie an irgendeinem Grab irgendeine Pflanze niedergelegt, irgendeine Rose, keine Ahnung. Eine Pflanze. Na, ich weiß ja, ich war ja nicht, ich hab's ja nur gelesen, weißt du? So. Ja, und ich finde es immer wieder spannend, wie quasi so vorgegaukelt wird, das ist ja alles Usedom, ne? Ja. Ich frage, demnächst bringt ja auch Jane Mädel einen Film raus. Als Produzent, das erste Mal als Produzent und Regisseur, finde ich bestimmt spannend. Finde. Er hat auch gleich natürlich auch die Hauptrolle übernommen. Und zwar zum nordfriesischen Krimi. Den habe ich sogar gelesen. Der ist total skurril und der macht bestimmt Spaß. Da habe ich den Namen vergessen. Sörensen hat Angst. Ach ja, das hast du ja. Das Ding ist wirklich cool. Wenn du so gut verfilmt, gerade die eine Mädel, fängt auch passend zu. Oh, und heute Abend spannend 9 Tage wach. Ja. Auf ProSieben. Ja. Bin ich schon sehr gespannt. Ja, was war das hier? Das war überraschenderweise ja keine Wochenshow. Bin begeistert. Bis zum nächsten Mal. Prost.